Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal PokeSinek. Mein Name ist Jarek und wir werden heute ein kleines Video zum Thema Pokémon-Karten machen. Ich habe eigentlich mir geschworen, dass ich kein Video zu diesen Dingern hier mache. Ich habe ein paar davon aufgemacht, weil ich die geschenkt bekommen habe. Als Vegetarier ist es relativ schwierig, ja, ein Happy Meal zu kriegen, ohne Fleisch zu machen. Manche McDonald's, ja, tun sich da ein bisschen schwer. Wir öffnen das jetzt hier, beziehungsweise bevor wir das öffnen, möchte ich euch was zeigen. Und zwar gibt es ganz, ganz, ganz viele Videos zu dem Thema. Es gibt Openings zu dem Thema. Es gibt, ja, soll ich investieren oder soll ich nicht investieren? Und ich sage euch einfach mal jetzt meine Meinung dazu, weil ich das wirklich oft gefragt habe und jetzt kann ich dann einfach auf dieses Video verweisen. Lohnt es sich, diese Booster, so wie sie jetzt hier sind oder auch hier so gesealed, aufzubewahren? Meine Antwort ist eindeutig nein, auf gar keinen Fall. Das hier ist keine Wertanlage in keinster Weise. Ich werde das jetzt hier live probieren. Ich habe es im Internet gelesen und man kann angeblich mit einer Taschenlampe diese Booster durchleuchten. Und ich werde das jetzt hier mal testen mit euch zusammen. Und ihr seht, das Papier hier ist durchsichtig. Das heißt, man kann also die Karten schon hier erahnen. Und wenn man dann die Karten ein bisschen verschiebt, dann kann man, auf der Kamera sieht man es relativ schlecht, dann kann man aber das Pokémon vorne erkennen. Und ich sehe jetzt tatsächlich hier, welches Pokémon da drin ist und welche Farbe das ist. Also hier, ihr seht, das ist die Rückseite. Und wenn ich die jetzt hier umdrehe, aha, also, ich glaube, man kann es in der Kamera sehen, welches das Pokémon hier vorne, also die Holo-Karte, ist eine Feuerenergie, ist ein also ein Feuer. Das Panflima in Feuer. Und wir gucken mal. Und so ist es. Bedeutet also, haben diese Packs irgendeinen Wert? Nein, diese Packs hier sind wertlos für Sammler, weil man die scammen kann. Das bedeutet, wenn ihr so ein Pack kauft, dann seid euch sicher, da drin ist kein Pikachu, da drin ist kein Glumanda, da drin sind keine Holokarten, die was wert sind. Also wer diese Packs hier einzeln kauft, der kann auch einfach das Geld anzünden oder in sinnvolle Dinge investieren. Das heißt, der Beweis ist da. Und ich habe hier noch ein Pack von meinem Bruder bekommen. Mit einem anderen Artwork und damit ich euch beweisen kann, dass es wirklich so ist. Auch dieses Pack habe ich jetzt gerade geöffnet. Ihr seht, es ist noch original verschlossen. Ich gucke rein und ich sehe, es ist ein Wasser-Pokémon und es wird wahrscheinlich Kanimani sein. Wir gucken mal rein und es ist so. Und das hier sind deutsche Karten. Mit den englischen Karten funktioniert das genauso gut. Das bedeutet, diese Packs hier sind absolut wertlos. Okay. Kommen wir aber zu den Karten an sich. Sind diese Karten wertsteigernd oder nicht? Kann man diese Karten sammeln oder nicht? Ich zeige es euch an dieser Karte hier. Das ist eine deutsche Karte. Und die Qualität dieser Karte spiegelt einfach die Qualität aller deutschen Karten wider. Ihr seht hier, die Qualität ist katastrophal. Und heißt also, das hier ist eine Vollkatastrophe und für einen Sammler wertlos. Also für mich ist diese Karte hier wertlos. Und wer sie haben will, schreibt es in die Kommentare, der kriegt die geschenkt. Weil hier sind so heftige Printlines drauf, dass diese Karte einfach wertlos ist. Und wir können uns mal die andere Holo-Karte angucken. Die andere Holo-Karte sieht genauso schlimm aus. Nicht ganz. Aber hier oben ist alles gedamaged, an der Seite ist alles gedamaged. Also auch diese Karte ist aus sammlerischer Wert wertlos. Und das betrifft so gut wie alle deutschen holographischen Karten. So, wie gesagt, ich wollte das Video eigentlich nicht drehen. Ich habe aus Amerika Karten bestellt. Diese Karten wollte ich eigentlich, also ich habe die damals gekauft, als es noch hieß, dass die vielleicht nicht nach Deutschland kommen. Und ich habe ein ganzes Case gekauft. Ich weiß, das ist ein heikles Thema, viele werden mich hassen. Ich habe aber ein ganzes Case gekauft, um es an der Community sozusagen zu verteilen, beziehungsweise an alle meine Leute, die mich folgen, die Lust auf diese englischen Karten haben, haben die Möglichkeit gehabt, das genau zu dem Preis, wie ich die gekauft habe, weiterzubekommen. Und ihr werdet jetzt sehen, ich habe alle normalen Karten und ich habe auch alle holographischen Karten. Also hier links.
alle holographischen Karten rechts, damit ihr das nochmal seht, dass es wirklich eine Holo-Karte ist. Na, das hier ist eine Shigi-Holo-Karte. Und ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, ey Pokesynic, wie viele von diesen Packs hast du aufgemacht, damit du 25 Holo-Karten hast? Und die Antwort ist 25. Ich habe 25 Packs aufgemacht und in 25 Packs waren 25 unterschiedliche Holo-Karten. Denn jetzt kommt nämlich die skandalöse Erleuchtung, die ich glaube ich noch nie in einem Video gesehen habe, weil ich die McDonald's-Videos nicht gucke. Diese Karten in den Displays sind gemappt. Das heißt, jedes Pokémon kommt 25 Mal hintereinander, also beziehungsweise alle 25 Pokémon kommen hintereinander und dann fängt es wieder von Null an. Heißt also für euch, wenn ihr zum Beispiel ein Case kaufen solltet, wovon ich abrate, definitiv, weil diese Karten, wie gesagt, ihren Preis niemals wert sind und ich darauf reingefallen bin, aber es relativ günstig gekauft habe und wie gesagt, mit dem Hintergedanken, dass ich das an meine Community weitergebe, die nicht die Möglichkeit hatten, auf englische Karten, es geht hier mir um englische Karten, ne? Also diese Karten hier habe ich nicht gekauft, sondern von meinem Bruder geschenkt bekommen. Mir ging es wirklich hier nur um diese englischen Karten, die man in Deutschland ja nicht bekommen kann. Und ja, ich habe 25 Packs aufgemacht, 25 war drin, dann haben wir das für einen aus der Community, der das auch haben wollte, getestet. Es war genau das gleiche und dann haben wir es bei einem dritten getestet und es war wieder genau das gleiche. Das heißt, diese Sachen sind gemappt, bedeutet für mich auch, dass das eine absolute Wertminderung ist, ne? Weil ihr wisst also, dann in jedem Case sind ja 150 Booster drin, da sind also 5 Pikachus drin, 5 Glumandas, 5 und so weiter und so fort. Und die Leute, die euch mit diesem Taschenlampentrick hier die Packs einzeln verkaufen, die haben die ganzen wertvollen Karten da rausgezogen und verkaufen dann damit nur noch die anderen Dinge. Das ist meine Meinung zu den Pokémon-Karten von Meckes. Ich finde es sehr schön, dass sie dieses Logo haben, aber generell rate ich jedem davon ab, diese Karten zu kaufen. Ohne jetzt, also wenn ihr einfach zu Meckes geht und euch was zu essen holt und die Karten dabei sind, okay, aber bewusst diese Karten zu kaufen oder bewusst diese Booster hier aufzubewahren mit der Hoffnung, dass diese Booster in ein paar Jahren was wert sind. Diese Booster sind in ein paar Jahren einfach nur wertlos. Das hier ist also, das ist das teuerste 4-Euro Papier, was ich kenne. Ich weiß, das Thema ist ein heikles Thema. Schreibt es mir in die Kommentare. Entweder ihr werdet das Video gut finden oder ihr werdet das haten. Ist mir egal wie. Ich musste das einfach mal loswerden, weil ich so viele Videos dazu gelesen habe mit Angaben, dass die Dinger mega teuer sein werden und. Und das ist einfach alles meiner Meinung nach nicht so. Ich wollte schon ein böses Wort sagen, aber nicht so. Nichtsdestotrotz finde ich es cool, die zu sammeln an sich, wenn man die einfach nur zum Essen dazu bekommt. Und wenn ihr euer Set vervollständigen wollt, dann besucht unseren Discord-Server. Dort tauschen und sammeln wir ganz, ganz fleißig. Und wenn euch da noch eine Karte fehlt, ich biete auch alle deutschen Karten, die hier liegen, die könnt ihr alle haben, die biete ich da an. Und ganz viele andere auch, damit ihr euer Set voll kriegt. Und ja, das war's. Das war mein Statement zu diesen Karten. Und vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ansonsten gerne abonnieren, gerne Kanal verfolgen und ich sag wie immer, ciao, ciao.